Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Mad Games Tycoon. Zu einer legendären Runde Let's Play Mad Games Tycoon. Ja, wir sitzen hier und gucken, dass wir möglichst alles erforscht bekommen, damit wir die Engine dann bald mal auf einen Ultimo-Stand bekommen. Dann irgendwann auch umziehen können in ein größeres Büro, wo wir dann auch ein bisschen mehr Platz haben, um ja erfolgreichere Spiele rauszubringen. Ja, in der Zwischenzeit erforschen wir hier halt ein bisschen, warten auf Kohle, die durch unsere Engine reinkommt. Ja, ein paar Aufträge durch. Ja, wie es halt so ist, was man als Spielentwickler halt so macht. So, schön den einen oder anderen Auftrag durchjagen. Das ganze Zeug wegrotzen. Ja, dann bleibt doch hier. Weiter geht's. Wie sind eigentlich unsere Werte? Ja, Game Design, Grafik, Musik und Sound. Nächstens mal auf 100%. So lobe ich mir das. So gehört das auch. So, jetzt aber rüber mit dir. Und hier beim Forschen helfen. Da die H-Grafik in 16-Bit-Farben ist ja gerade das einzige, was wir forschungstechnisch noch so offen haben. Also, was heißt das Einzige, was wir forschungstechnisch offen haben? Jedenfalls für Engine Updates. So, uns wird ein Spiel angeboten. Knapp 5 Millionen, aber nö. Nur schon alleine deshalb, weil wir die Kohle für den Lizenzkauf oder wie man es auch immer nennen will, nicht haben. So, 45.000 in 11 Wochen. Sollte doch kein Problem sein für uns. Nein, alle Features erforscht. Momentan. Genres. Schubidubi Genres. Was haben wir denn hier rechts als Strategie? Hey, könnten eigentlich Ego-Shooter noch erforschen. Und dann da baldmöglich auch eine Engine auf den Markt bringen. Ah, okay. Was Neues für die Forschung? Auch nicht schlecht. Naja, jetzt kümmern wir uns aber erstmal um das Ego-Shooter-Genre. Und dann schauen wir weiter. So, ich wollte mal gucken, was wir überhaupt für Engines auf dem Markt haben. Ich weiß nicht. Bin mir nicht ganz sicher, ob wir. Ah, ne, tatsächlich nur die Visim. Gut, 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 gut. Dann, ja, glaube ich, werde ich als nächstes eine Aufbau-Engine rausbringen. Und dann kümmern wir uns um Simulation und dann um Ego-Shooter. Das müsste eigentlich ein guter Plan sein. So, 18 Wochen für die 151.000. Ohne Problem. Das reißen wir doch im Schlaf runter. So, sehr schön. Dann gleich mal die neuen Features erforschen. Damit wir baldmöglich ein Update für unsere Engine rausbringen können. Die endlich versiontechnisch auch auf eine neue Versionnummer bringen. Ah, neues Angebot. Nee. Ah, Auftrag durch.
Läuft doch langsam. Ja, 2,5 Millionen auf dem Konto. 3 Millionen auf dem Konto. Ja. Schnell Auftrag machen. Denn jeder Dollar, den es gibt, nehmen wir natürlich dankend entgegen. Nochmal 5 Millionen. Nein. Nicht wirklich. Ah, MMOs. Super, super. Wir kümmern uns aber erstmal um den 3D-Sound. Ja, läuft echt bestens. Kann man nicht meckern. Na, was haben wir denn hier? Na, schön, schön. Nee, nichts für uns. Der Auftrag hingegen schon. Jo, so muss das. Zack, nächster Auftrag. Nächste Auftragspressung. Sollte sich eigentlich auch ganz gut ausgehen. Na jo. Zack. Rüber mit dir. Aha. Oh komm, mach den 3D-Sound fertig. Dann kommen die Video-Zwischensequenzen. Ist die Frage, sollten wir das eventuell publishen? 500.000? 39. Nee. Da verzichte ich mal noch drauf. Ja. Ja. Aber wir sollten eh eventuell noch warten bis zum Umzug, weil wir dann da auch eine Marketingabteilung und eine Supportabteilung bauen können, was hier platzmäßig einfach nicht so ganz reinpasst. Von daher ist das mit dem Lager hier eigentlich gut gemeint, aber ja, theoretisch überflüssig. So, Auftrag ist durch, dann würde ich sagen, wir haben ein Update für unsere Engine raus. Bieten die für 44% an. Das wäre dann die V7.5. Ja, mit ganzen 6 Features mehr. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also wenn ich das richtig sehe, war hier auch preislich, war es eigentlich relativ günstig. Wir haben immer noch gut 3,5 Millionen auf dem Konto. Hm, passt schon. Ne. Ne, das ist mir zu knapp. 4 Wochen für 111.000 Einheiten? Nee. Lieber mal kein Risiko eingehen. So, Features haben wir alle durch. Sonstiges erforschen. Könnten wir ja langsam an die größeren Titel gehen. Läuft echt nicht schlecht. Mal für das, dass dann eigentlich direkt nach dem Update
so saumäßig schwierig war, überhaupt irgendwelche Engines loszuwerden. Ja, ich meine, selber die Aufträge, da gingen von 10, gingen 6 oder 7 gingen in die Hose. Von daher positiv überrascht, was jetzt nach dem letzten Patch so geht. So, dann kommen wir mal zu den A-Titeln. Ich denke mal, so finanztechnisch sieht es nicht so aus, als ob wir da nächstens dann auch schon anfangen könnten, für die Konsolen zu forschen. Da werden wir uns dann wahrscheinlich Schritt für Schritt rantasten, sobald wir umgezogen sind. Und wir die Forschung einfach ein klein wenig größer auslegen können. So, hier schön Aufträge durchjagen. 11 Wochen und 91.000, ja, müsste eigentlich hinhauen. Ah, gut. Doppel-A-Titel. Ich meine, was wir haben, das haben wir. Ach, schönen Auftrag hinterher. Zack, passt. Wie sieht es eigentlich mit dem Personal aus? Johnny Romeo scheint mir eigentlich ganz gut geeignet zu sein. Der will auch nur Mülleimer. Kann der doch haben. Jetzt hier Mülleimerchen, da Mülleimerchen, hier Mülleimerchen, da Mülleimerchen. Dann stellen wir den mal ein und setzen den schon mal. Oh, ah, jetzt haben wir. Was haben wir? Aufenthaltsraum. Okay. Schauen wir mal. Ja, der hat es eigentlich auch gut drauf. Arbeitswille 77, Geschwindigkeit 50. Ja, ist durchaus passabel. So, da hätten wir jetzt aber ein Spiel, das ich wirklich gerne publishen würde, weil 276.000 und 45% Gewinnbeteiligung, das ist verlockend. My Space Journey. Okay, bringen wir raus. Oh. So, Grafikpunkte. Bestestens. Lassen wir uns mal ein bisschen Zeit, 24 Wochen. Ohne Anleitung. 20 Dollar pro Einheit. Passt. Grafik ist nicht so der Hit. Aber wir machen ja ein paar Patches. Von daher. Sollten wir das eigentlich. Nenn ich Engine programmieren? Ich wollte eigentlich Updates fahren. Oh, 213 Bucks. Ja, das ist nicht ohne. Ja, Updates gehen jetzt aber relativ zügig durch, von daher passt schon. So schlecht sieht das jetzt nicht aus. Ich glaube, das Ding bekommen wir auch noch bugfrei. Einfach schön ein Update nach dem anderen raushauen, dann passt das. Nee, wenn nur 154.000 kostet, 36% Gewinnbeteiligung ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig. 14 Wochen könnte knapp werden, aber ich glaube, es sollte sich trotzdem ausgehen, dann wirklich bugfrei auf den Markt zu gehen. Ja, doch, sieht nicht schlecht aus. Was bringen wir hier? 53 Bucks müssen wir dann so noch rauspatchen. Okay, gut, zugegeben, es könnte
könnten ein klein wenig eng werden. Aber nichtsdestotrotz, 150.000 Einheiten werden mal gepresst. Das wird schon. Noch schnell zwei Aufträge dazwischen schieben. Und dann ein Bugpatch. 5 Wochen, 4 Wochen. Ja. Nicht ganz bugfrei, aber relativ schnell nach dem Release sollten die Bugs dann auch raus sein. Aber wir werden schon knapp 4200 Stück die Woche los. Ja, ja, doch, 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 doch. Das sieht vielversprechend aus. Gut, schauen wir mal, was wir hier bei den Sprachpaketen noch so reinpatchen könnten. Deutsch-Französisch, hier noch ein bisschen was. Dann geh du mal hier helfen. Wir gehen nicht an die Messe. Und wir sind in der Gewinnzone. Das ist eigentlich gut. Jetzt habe ich bei einer meiner letzten Folgen den Tipp bekommen, ich soll doch bei den Spielen so nach einer gewissen Zeit die Preise etwas senken. Habe ich mir auch schon überlegt, definitiv das in der Runde zu machen. Jetzt aber bei Spielen, die wir publishen, da würde ich eigentlich darauf verzichten. Bei Eigenproduktionen ist das kein Thema, weil wenn wir da den Preisen voll aufdrehen, dann machen wir ja ganz gut Gewinn. Und da kann man dann ruhig mal so 15 Dollar runtergehen und macht trotzdem noch Gewinn. Hier bei den Publishing-Spielen sieht das Ganze dann halt doch ein bisschen anders aus. Von daher ist notiert und wird auch gemacht, sobald wir unser eigenes Spiel auf den Markt bringen. Anyway, danke für den Tipp. Ja, aber ich meine jetzt, solange wir hier mit den 20 Dollar pro verkaufter Einheit immer noch über 2 Millionen Gewinn machen. Oh, Spiel ist aus. Schnell mal nachproduzieren. 50.000 hinterher. Wie gesagt, solange wir so noch so gut Gewinn machen, lasse ich das einfach mal so. So. Nein, du wirst nicht published. Den Auftrag jagen wir aber schnell durch. So, kommt halt mal die letzten drei Sprachen raus. Ja, 3,5 Millionen, also ja, da kann man jetzt echt nichts sagen. Ja, Entwicklungskosten, Produktionskosten. Doch, doch. Bin positiv überrascht über den Titel. Also ich habe natürlich gehofft, dass der irgendwie ein Erfolg wird, aber dass wir da so gut dran verdienen. Ich wäre schon so mit 1, zwischen 1 und 1,5 Millionen wäre ich zufrieden gewesen. Wobei bei Legendär muss man ja eigentlich schon froh sein, wenn man mit den Spielen nicht allzu grob miese macht. Von daher die 3,5 Millionen, die nehme ich natürlich gerne mit. Okay, Features. Gibt es bisher nichts Neues. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns doch auch schon mal um den AAA-Titel. Damit wir dann richtig fett Spiele machen können. Mit unseren fetten Engines. So. Personal,
Was bist denn du für einer? Bosco Wright, der ist im Game Design relativ gut, in Grafik. Programmierung nicht so sonderlich, aber ich würde mal sagen, Bosco Wright, du bist bei uns im Team, herzlich willkommen. Da hängen wir dem noch die Lampen hin und du kommst. Ja, nee, eigentlich will ich dich nicht unbedingt hier, aber für den Anfang. Sollst du ruhig mal. Hier bei uns in der Entwicklung bleiben. So, neues Spiel. Girls and Frogs 2 ist ein Sportspiel. 500.000, 31% Gewinnbeteiligung. Nö. Nicht wirklich. Alles publishen wir dann auch nicht. Wir sind ja nicht EA. Ich habe natürlich nichts gegen EA. Nur deren Verkaufspolitik, die ist fragwürdig. Ich denke mal, jeder wird wissen, was damit gemeint ist. Von daher gehen wir da nicht näher drauf ein. So, sehr schön. Das ist durch. Wir haben die AAA-Titel erforscht. Features gibt es aber immer noch nichts Neues. Schauen wir mal bei den Themen. Industrialisierung. Ich meine, was wir erforscht haben, haben wir erforscht. Wo könnte man noch ein Spiel drüber machen? Städte zum Beispiel. Sowas in Richtung City Skylines. Oder wie wir es natürlich nennen werden, Skyline Cities. So, bestestens. Gleich mal checken, was wir da alles für Features haben. Wir waren bei 35. Ist nur ein neues Feature. Ah, für das machen wir kein Update. Da warten wir dann doch noch ein wenig. So, was. Oh. Schön, knapp 1 Million für mit unserer Engine produziertes Spiel. Kann ich doch eigentlich nicht nein sagen. Okay, Nachfolger entwickeln. Was bräuchten wir denn eigentlich da? Mindestens 70% Spielspaß bei einem Spiel. Okay. Da waren wir mit unserer ersten Publishing-Arbeit ja nur knapp daran vorbeigeschranzt. Ja, aber auch wirklich nur ganz knapp. Ja, ich würde sagen, wir schauen mal, dass wir so auf 10 bis 12 Millionen Kapital kommen und dann könnten wir uns wirklich überlegen, mal umzuziehen. Vielleicht nicht gleich ins größte Büro. Ja. Nee, aber einfach irgendwo hin, wo wir dann Platz haben für Support, für Marketing und halt noch das ein oder andere zusätzliche Räumchen. Master of Ring 2 kostet uns 332.000 Garantiesumme. Wir bekommen 37%. Rollenspiel Arcade, glaube ich, müsste das sein.
Also Arcade auf jeden Fall, das andere, ja, ich glaube, ist Rollenspiel. Wisst ihr was? Wir werden damit zwar nicht riesigen Gewinn machen, aber ich hole mir das Ding mal. Na, 16, okay, gut, könnte schlechter sein. 59%, Grafik, Sound ist da wenigstens top. Und wegen den vielen Bugs halt nur 59% Spielspaß. Aber hey, anyway. So, jetzt würde ich hier aber mal auf Pause gehen. Weil für die Updates. Da würde ich mir dann doch lieber Johnny Romero. Ne, Romeo. Romeo würde ich mir dann doch lieber den mit ins Boot holen. Weil er doch schon so von den Werten her einigermaßen was auf der Kiste hat. So, los geht's. 222 Bucks. Naja. Ja, und tatsächlich. Da 384 zu 4.981, 3.889 und 4.767. Ja, da werden wir wohl, das werden wir nicht so einfach raufbringen. 4 Wochen, 178.000, ne. Das schreit mir schon nach Verzugsstrafe. Oh. Cool, was Neues für die Forschung. Aber läuft. Es läuft. Auch hier die Updates gehen einigermaßen geschmeidig über die Bühne. Ah, Studio des Jahres. Erfreulich, weniger erfreulich, plus 3500 Fans. Müssen wir wirklich gucken, dass wir hier relativ schnell dann rauskommen, weil irgendwann sind die Fans unzufrieden. Und das muss ja nicht unbedingt sein. Ich bilde mir immer ein, das hatten auch Auswirkungen auf unseren Ruf. So, wir produzieren Master of Ring mal. Dann nehmen wir jetzt aber definitiv 250.000. Die sollten wir eigentlich locker unter die Leute bringen. So, das letzte Update hat gerade noch so hingehauen. Ja, was bringen wir denn hier los? Knapp 6700 Einheiten, das ist gut. Das ist wirklich gut. Ich denke mal, wenn wir die Bugs komplett draußen haben, soll es nochmal einen kleinen Push geben. Und Update ist draußen. Sprachen: Deutsch, Spanisch, Russisch. Dam, 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 dam. Wir haben doch einfach gleich alles mit. 2, 4, 6, 8 Sprachen. Könnte etwas dauern. Macht nichts. Ja, doch, 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 das läuft mit den Verkäufen. Das läuft sogar ganz gut. Nee, an die Messe gehen wir trotzdem nicht. Nein, nein, nein. Ah, H-Grafik 32 Bit. Schön, schön, schön. So, ich glaube,
rein vorsichtshalber nochmal 50.000 hinterher. Sonst, wenn wir die jetzt nicht loswerden, ihr wisst ja, er gibt ja immer noch eine Zweitvermarktung. Dann haben wir da schon mal ein bisschen was auf Reserve. Ist ja auch nicht übel. Oh, zu langsam. Mist. nee. Ja, die lassen sich echt Zeit für das Sprachupdate. 8 Sprachen auf einmal rein zu patchen ist vielleicht doch nicht so. Sagen wir mal ein optimaler Weg, wobei jetzt sind sie durch. Passt schon. Ich wäre fast versucht nochmal 100.000 nachzupressen. Weil wir sind jetzt auf 35.000 Einheiten und naja, läuft immer noch. Okay, jetzt geht der Abverkauf runter. Macht nichts. Wie gesagt, wir nehmen das dann einfach für die Zweitvermarktung. Ja, absolut kein Thema. So, hier noch schnell die Aufträge durchboxen. Und dann wäre es das eigentlich schon gewesen mit dem Part. Ja, 4,3 Millionen. Also, echt, finde ich jetzt nicht übel. Für die Gewinnbeteiligung, die wir hatten, 37%. Ja, doch, doch. Damit kann ich leben. Gut, und so wie es ausschaut, könnten wir nächste Folge auch schon dran denken, so gegen Ende hin umzuziehen. Wir haben 12 Millionen auf dem Konto. Vielleicht kommt ja noch der ein oder andere Dollar das nächste Mal aufs Konto. Ja, auf jeden Fall. Start ist geglückt. Würde ich jetzt mal einfach so frisch, fromm, fröhlich von der Leber weg sagen. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn wir mit Games Tycoon auf Legendär spielen. Bis dahin bleibt mir gewogen. Tschüss zusammen, euer Mr. Helvetik.